Leute, 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 ich grüße euch herzlich. Wie soll ich sagen? Das ist, glaube ich, eher eine Special-Folge oder so. Eigentlich, ja, na, ich weiß auch nicht, wie ich es nennen sollte. Auf jeden Fall, ich komme direkt zum Punkt, Leute. Ich komme direkt zum Punkt. Denn heute, zum Tag der Aufnahme, ist, also direkt vor 6 Stunden circa, ist der Podcast Köpfe mit Nägeln online gekommen und da kann ich euch direkt jetzt auch mal hier Boom und Boom geben. Der neue Podcast von Toni und Daniel, den Gesichtern hinter LMAB, hinter Hecht und Barsch. Und ich muss wirklich sagen, Props zu diesem Podcast. Mega, mega geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da durchzuhören. Hat mir absolut gefallen. Muss ich wirklich sagen. Freue mich schon auf die nächste Folge. Auch mit den ganzen Abschnitten, es gibt einen News-Bereich, es gibt einen Bereich, wo über aktuelle News geredet wird, es wird Fragen gestellt an die beiden, es werden aktuelle Themen aus der Community besprochen, wie zum Beispiel in dem Fall auch nochmal die aktuellen Thematiken aus dem YPC. Ich denke, da gibt es mit Turkleton auch nochmal eine Sondersendung zu, da werden wir, glaube ich, nochmal drauf eingehen. Und wirklich, wirklich interessant, also wirklich hörenswert, solltet ihr machen, falls ihr mal im Auto sitzt oder entspannte Minuten habt, zieht euch diesen Podcast rein. Ich finde auch, in einem ruhigen Momentum kann man sich die beiden richtig gut geben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also in dem Sinne, falls ihr das hört, dicke Props auf jeden Fall dafür. Aber es gab auch eine Sache, weswegen ich extra dieses Video mache. Es gab einen kleinen Spoiler und dann habe ich einfach mal 1:1 zusammengezählt. Oder ist vielleicht auch nicht den richtigen Spoiler. Vielleicht auch nicht, aber ich zähle jetzt einfach mal 1:1 zusammen und vielleicht haben wir doch diesen Punkt, dass es kommen wird, so wie Daniel und Toni sagen werden. Denn in diesem Podcast folgt diese Aussage. Ja, dann weiß ich nicht, glaube ich auch schon ein paar Wochen her. Ist aber, glaube ich, auch nicht, noch nicht offiziell. Aber kann man, glaube ich, schon trotzdem mal. Uli Bayer geht zu Zeck, oder? Uli Bayer, soweit ich weiß. Sie wissen es nicht genau, allein diese Aussage ist auch noch nicht offiziell. Ich meine, Daniel und Toni stecken eigentlich hinter den Kulissen noch mehr drinne. Feuern jetzt auf jeden Fall nochmal die Spekulationskiste an. Ich lass mal weiterlaufen. Es geht zu Zeck, ja. Ich glaube, es ist so halboffiziell. Also ich glaube, Uli hatte da auch auf seinem YouTube-Kanal schon Kommentare auch selber gemacht, die schon sehr, sehr darauf schließen lassen. Da wurde, wie gesagt, auch noch nichts richtig announced. Es gab ja dieses Video, wo er sehr viel Zeck-Material getestet hatte, ein Video lang, wo er dann auf Hechte gegangen ist, etc. Sehr, sehr cooles Video auf jeden Fall an der Stelle. Und aber auch deine Kommentaren, viele haben gesagt, ey, wann wird der Vertrag unterschrieben, wann gehst du zu Zeck, Uli, etc. Und da gab es auch nichts Spezielles, aber ich lasse mir die Aussage noch weiterlaufen. Ja, ich weiß nicht, ob es in Sack und Tüten ist, aber soweit ich weiß, wird er das magische Dreieck komplettieren mit Sebastian Hähne und Johannes Dietl. Wahnsinn, wer ist Alltag? Wer ist Alltag? Die spielt ja gar keine Rolle. Aber cool, wie diese Geschichte noch weiterging. Da müsst ihr auf jeden Fall rein. Und das Ganze findet ihr ab Minute 21 circa auf jeden Fall zu hören, wo es darum geht. Aber das hat mich dann auf einen Gedanken gebracht, dass im letzten Video von Zeck, da hat Carsten nämlich auch noch zum Abschied etwas gesagt. Und das würde ich euch gerne hier auch noch mal kurz zeigen zu diesem Thema. Oder die neue Serie, also das wisst ihr ja gar nicht. Das ist ja auch, sag ich mal, eine Arbeit, die ich aktuell habe. Letztes Jahr haben wir ja schon mit Barschalarm und mit Zander, mit Johannes Dietl und Sebastian Hähnel einen Hammer rausgehauen. Und ich kann euch sagen, es gibt demnächst einen neuen Hammer. Ja, mehr sage ich nicht. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bye. Mehr sagt da nichts. Und ich habe noch, ihr könnt das sehen, noch drunter kommentiert. Oha, bald ein neuer Hammer. Aber die Jigswinner sehen schon richtig stark aus. Gefällt mir alles sehr gut. Deswegen habe ich mich daran erinnert. Ey Leute, wird das etwa der neue Hammer sein? Etwa, den wir hier sehen werden, Leute? Ist es bald wirklich so weit, dass wir dieses Trio Sebastian Hähnel, Uli Bayer als auch Johannes Dietl zusammen unter einer Flagge angeln sehen werden? Das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig wilde
Nummer, Leute. Eine richtig wilde Nummer. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber halten würdet, wenn Uli Bayer tatsächlich bei Zec jetzt anheuert unter der Flagge von Zec jetzt fischen wird. Damit ist die Diskussionsküche natürlich jetzt wieder offen und Spekulationen können gerne in den Raum gestellt werden. Richtig wissen tun wir es erst, wenn Zec oder Uli es natürlich announcen. Ne? Das ist wie Toni und Daniel sagen, das Ganze ist so halboffiziell, aber trotzdem wird dann auch gesagt, ja, nö, der geht da hin. Ist noch nicht festgemacht, aber ja, hinter den Kulissen hört man das schon. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Im Podcast gab es nur noch mehr Thematiken, auch zu YPC, aber da werde ich mit Turkett nochmal einen richtig neuen Talk machen. Richtig schöner Podcast, muss ich wirklich sagen. In dem Sinne, sag ich schon mehr an dieser Stelle, einen wunderschönen Dienstag, Leute, lasst es euch gut gehen. Die Spekulationen sind eröffnet, wieder aufs Neueste und ich würde sagen, falls ihr im Wasser seid, ein dickes, dickes Petri und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, Leute, euer Icy und schreibt ruhig mal in die Kommentare rein, Leute, was ihr davon haltet. Bis dahin, dicker Kuss geht raus, macht's gut, ciao.